Die Bibel spricht von einem großen Glaubensabfall in den Kirchen irgendwann in der Endzeit. Nun, ich glaube, da sind wir jetzt. Überall, wo man hinschaut, ist es schrecklich. Alle 48 Stunden eröffnet eine neue Denomination. Es gibt über 40.000 davon. Die meisten von denen oder einige meinen, sie seien die einzigen, die in den Himmel kommen. Dinge stehen schlecht. Die Bibel sagt, das Gericht fängt im Geiste an, bevor sie ins Natürliche offenbart wird. Und das Gericht fängt im Hause Gottes an. Und es hat angefangen. Und die Fraktionen und Spaltung und die verrückte Doppelzüngigkeit innerhalb der Kirche. All das offenbart sich jetzt in dieser Welt. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, namens Der Rote Drache. Die erschreckende Wahrheit darüber, warum die Kirchen sich scheinbar nicht ändern können. Es ist auf unserer Seite, ihr könnt es umsonst lesen, fellowshipofthemartyrs.com. Klickt auf Bücher und Red Dragon. Wir befinden uns an einem schrecklichen Ort und die einzige Möglichkeit ist, Buße zu tun, umzukehren. Aber das können wir nicht, weil wir meinen, wir seien reich und bräuchten nichts.